So, Freunde, ich hatte mal was in der Post, was ich auf dem Hauptkanal schon mal angekündigt habe, dass ich mir mal wieder was bestellt habe. Und zwar ist das eine neue Picaldi-Hose. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an das Fail-Video von der Picaldi-Hose. Ich habe die natürlich vergessen zurückzuschicken. Ich meine, ich erkläre euch das jetzt nochmal. Ich habe vergessen, die Hose zurückzuschicken in diesem Zeitraum damals. Das ist, glaube ich, schon über ein Jahr her jetzt schon wieder. Und naja, ich habe sie dann verkauft und naja, mein Gott, 10 Euro miese gemacht oder 20 miese, glaube ich, waren es sogar, wegen Versand und Gebühren und die ganze Scheiße. Naja, ist auch scheißegal, passiert den besten Leuten. Wer das Video sehen möchte, Alter, ich habe mir das selber mal angeguckt, das ist mit jetzt gar nicht mehr vergleichbar, was ich manchmal für Pisse laufe. Ich meine, das mache ich heute noch, aber das ist ja mein Humor teilweise. Das sollte man eigentlich rausfinden, man sollte eigentlich raushören, was Sarkasmus ist und was Ironie ist. Also wer das nicht weiß, der ist hier völlig fehl am Platz. Freunde, nichtsdestotrotz, das Video ist oben rechts in der Infocard verlinkt. Irgendwo hier, ich weiß gerade nicht, wie weit der Winkel geht von der Kamera. Irgendwo oben rechts ist das Video verlinkt. Das Fail-Video mit der Picaldi-Hose vom letzten Jahr. Gönnt euch das, ehrlich, ohne Scheiß. Oder ist es von Anfang diesen Jahres? Ich weiß es nicht. Hier ist die neue, also ich glaube jedenfalls, dass es meine Hose ist. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Scheiße laufe. Ja, es ist sie. Hier ist die Rechnung. Bezahlt habe ich 54,90 Euro diesmal. 5 Euro weniger als beim letzten Mal. Und ich habe die jetzt größer bestellt. So. Ja. Picaldi. Ich meine, nichts geht über Picaldi. Alter, hört auf, diese ganze scheiß Trendpisse zu kaufen von Off-White und was nicht alles für Gülle, Alter. Kauft den guten alten Shit, man. Bleibt bei diesen realen Shit, wo wir früher auch mit aufgewachsen sind, man. Und nicht diese ganze neue Scheiße. Ich meine, klar, ich habe auch das ein oder andere Shirt von etwas neueren Marken, aber die alten Sachen sind doch wirklich der realste Shit. Wie oft habe ich jetzt Shit gesagt? Schreibt es in die Kommentare. So. W36L32, oh, die ist ganz schön, die ist ganz stölle breit, oder? Naja, wir gucken mal. Lieber ein bisschen zu breit als zu eng. Ich schaue mir das Ganze mal an. Ja, wir haben hier das Picaldi-Logo, jedenfalls dieses Druckdingens. Diesen Coin hier mit dem Lederaufnäher. Und ja, die Schilder dazu. Ich ziehe sie direkt mal an. Aber ich glaube, sie ist... Ich glaube, die Taille ist diesmal doch ein bisschen größer als die beim letzten Mal. Deswegen habe ich mich auch gewundert eigentlich, weil die Größe eigentlich immer dieselbe ist. Ja, fuck off, Alter. So. Oh doch, die ist aber doch gut. Oh, die sitzt ja richtig geil. Das ist übrigens noch ein Vorteil an diesen Picaldi-Jeans. Boah, die passt, ohne Scheiß. Das ist übrigens noch ein Vorteil an diesen Picaldi-Jeans. Guck hier, meine Nüsse sind hier, ja. So, und hier ist so viel Luft, Alter. Ich habe hier so viel Platz in dieser Hose. Ich kann hier schön... Das ist mega. Ja, Freunde, ich noch ein Gürtel drum, dass das Ding hält. Geil, Alter. Das ist mal eine richtig hammergeile Hose. Kauft mehr fucking Picaldi-Hosen. Ich werde auch dieses Angebot in der Videobeschreibung verlinken und in den Kommentaren, denke ich mal, auch. Das ist mal eine vernünftige Hose. Das ist nicht so, ihr klemmt euch keine Nüsse ab, ja. Ja, euer Sack kann er baumeln, wie er will. Es ist einfach mega. Das ist so geil. Das ist so viel Freiheit, ja. Das ist, als würdet ihr nackig durch die Straßen laufen. Einfach nur geil. Einfach nur Freiheit. Hier, ihr klemmt ja nichts ein, wenn ihr mal die Beine hochlegen wollt. Also, Picaldi Forever kann ich da bloß sagen. Es gibt nichts Schöneres. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Also, wohl eher nicht. Guckt euch das an. Meine Hosen, hier ist die Hosentasche, hier ist meine Hand. Gönnt euch das. Das ist mega. So viel Luft. Und es sieht doch übelst edel aus. Ich habe jetzt auch noch neue Air Max dazu bestellt. Also neue alte Air Max. Also ich hatte schwarz-goldene Air Max und die musste ich mir jetzt erstmal neu gönnen. Die kommen jetzt auch die Woche, nächste Woche an oder so. Und das in diesem Look. Einfach geil. Feiere ich übelst. Also, erzählt mir was anderes. Ich feiere es. Das geht nichts über diese Hosen. Ich habe hier so viel Freiheit.
in den alten Hosen, ja, in diesen Jeans, da bin ich 3 Meter gegangen und mir haben die Nüsse geklemmt, Alter, das geht gar nicht klar. Digi, da braucht doch Freiheit da unten. Also, Pikal die Feuerwehr, Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Haut rein.